Warum? Nee, wir kennen dich doch. Wir wissen doch, dass du mit Sarah immer so schmuddeligen Sachen telefonierst, schreibst, anguckst. Was? Ja, das, bei uns bleibt nichts verborgen, Helen. Nee, das war keine Zusage, sondern einfach so ein verstörtes Was? 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 Hä? 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 Ja. Ist was, Melvin? Warte mal, geht das? Ich war stark. Genau, ich war stark. Und von wem ist es? Bugs Bunny. Genau. Und wer kennt den Film Space Jam? Ich. Das war zu meiner Jugend der Hit. So alt bin ich schon. Ich kann fliegen. Vor allem, ich habe den Film immer noch als DVD. Ich bin gut. Ike? Ja? Kann ich? Oder warte, das lasse ich dich, wenn dann, machen. Falls du es überhaupt machen haben möchtest, dass du den Angel Ring ins Bubbles Menü reintun kannst. Also, auf den Ringslot. Geht doch eigentlich ganz normal. Nee, den musst du dafür einmal im Crafting-Feld umcraften. Was, zu einem normalen Ring oder wie? Es ist deiner, also darfst du es machen. Hä? Du musst ja einmal ins Crafting-Feld ziehen, dann ist das nämlich ein Angel Ring for Bubbles. Tatsache. Ja, hätte ja sein können, dass du den nicht so haben möchtest. Warte, bevor ich ihn dir gebe, ich leg erstmal den Magneten weg. Und du hättest ihn auch einfach in die Kiste legen können. Stimmt. Was nehme ich denn dann ab? Ich nehme den Lava-Charm ab. Oder nee, ich nehme den XP-Ring ab. Ja, jetzt kann ich perfekt bauen, ohne das Jetpack zu belasten. Und die ganze Zeit halbwegs abzustürzen. So. Oh Gott, ich habe da was rausgenommen. Schon wird das nächste Zeug nachgelegt. Ich müsste vielleicht doch mal die Stromzufuhr hier kurz kappen. So. So viel Erze. Und Melvin hat nichts davon. Ja. So viel Knochenmehl. Und Melvin hat nichts davon. Ja. So viel Gold, dass ich Gold mit Gold in den Arsch habe. Ach, ich weiß übrigens, was du mit Bonemehl machen kannst mittlerweile. Und das wäre? Du kannst dir einen Loot-Recycler bauen von der Loot-Back-Mod und da Bonemehl reinknallen. Dann stellt er dir aus dem Bonemehl über, also aus einer bestimmten Menge Bonemehl stellt er dir dann Loot-Backs her. Ach cool. Das werde ich auch in einer Folge in Angriff nehmen. Aber jetzt craft ich erstmal meine Erze zusammen, damit ich sie dann irgendwann mal, wenn meine Maschine Zeit hat, durchbrennen kann. Wenn du kannst, bau dir einen Crafter. Da kannst du Crafting-Rezepte einstellen. Ich brauche bloß einen Kompressor nehmen. Der macht das auch. Oder sowas. Also habe ich jetzt auch noch nebenbei sowas zu tun. Oh Mist, ich habe die Kiste auf der falschen Höhe angesetzt. Sonst fühle ich mich so nutzlos wie Melvin. Ich habe die Kiste egal. Er hat die Kiste halt keinen ganzen Boden. Oder Melvin, du fühlst dich auch nutzlos. Genau. Sag ich ja. So. Sag ich ja. Ich frag, aber, ja, nee, okay. Hast du, das Bild hast du heute gesehen, Melvin, von den Drachis, die ich ausgebrütet habe für mich? Ja. Hast du auch das stärkste Drachi gesehen? Nicht. Das war ein 190er. Jungtier. 190. Ja. Männlich oder weiblich? Ist egal, du kannst ihn nicht paaren. Oh. Die sind da wie Tyrox. Man kann sie einfach nicht paaren. Der wird sich auch im Kopf fassen, wenn er die Folge sieht.
So, das dahin. Yay. Ich hab so viel Gold. Eigentlich wäre das hier eine Aufgabe für Melvin. Ich werde deine Monsterfarm nicht. Nee, Sachen zusammen craften. Oh wow. Weil ich habe hier eine Dierkiste stehen, die ist gleich nur mit Gold und Eisenerzen voll. Ich will eh gerade einen Auto-Hammerer machen. Geh bitte gleich auf Compressed. Compressed? Ja, wenn du Stahl brauchst, spendiere ich dir das gerne. Ich habe genug davon. Weil ich der Meinung bin, für den Anfang reicht ein normales bei ihm. Ja, aber er braucht ja irgendwann auch viel mehr Erze und er braucht auch Redstone, wenn er dann richtig loslegen will. Und da wäre es praktisch, wenn er gleich erstmal da drauf geht, damit er wenigstens schon mal den Start machen kann. Und die zwei Stahlblöcke und die zwei Stahlbahnen gebe ich ihm gerne. Wenn er sich dann noch einen Kompressor macht, dann geht das sowieso richtig ab. Dann braucht er nur noch Strom. Dann sieht es bei Ihnen in den Kisten so aus wie bei mir. Dass er einfach nicht mehr hinterherkommt. Das wäre ein Traum. Ich könnte auch sagen, komm her und greif zu. Ich habe schon wieder ein ganzes Inventar voll Eisen. Ich muss eh gerade hier. Dings. Eisen. Ja, Eisen. Schmelzen. Und hämmern. Eisen schmelzen und hämmern? Nein, also Eisen bekommen. Ach so. Ja. Man. Also ganz ehrlich, ne? Was denn? Ich habe hier 9, 18, 27, 6, 26 Slots Iron Ore Chunks, die man brennen muss zu Eisenbarren. Ich konnte gerade mal eine Eisendruckplatte machen. Ich kann mir 10.000 davon machen. 7. Ich nicht. 8. Habe ich mich jetzt bitte nicht verzählt? Das wäre nämlich doof. Also, ich glaube, du musst dann echt mal zu mir rüberkommen. Du fässt dich hier echt an den Kopf. Vor allem, warum kriegen die Maschinen Strom? Ich habe das hier doch ausgestellt. Ach du Scheiße, ich weiß warum. Kappen. So. Das ist sonst zu viel, das ist gut, ne? Ich komme mit dem Zusammencraften einfach nicht hinterher. Also Melvin, ich könnte dir sagen, du kannst dir ein paar Blöcke verdienen, wenn du mir hilfst beim Zusammencraften. Aber selbst du würdest da erstmal in Ohnmacht fallen. Was habe ich jetzt alle von diesen... Oh lol. Ich muss neue Bits anfertigen. Okay. Ich habe gerade einen halben... Nee, warte, wie viel hast du? 10 von den Dingsblöcken verbraucht. Weil ich 10 Blöcke in Bits umgewandelt hatte. What the hell? Das ist viel. Ich weiß nicht, ob das jetzt riskant ist oder nicht. Was, zu mir zu kommen? Das auch, aber... Es ist auf jeden Fall nicht riskant. Ich habe echt ein halbes Inventar voll Kakaobohnen. Ein halbes Inventar voll. Und löschen. Okay, nicht riskant. Hä? Wieso? Hä? Warum sollte das riskant sein? Das musst du mir jetzt mal genau erklären. Hm? Warum sollte das riskant sein, zu mir zu kommen? Ja, weil du mich immer tötest. Ah, nee, Melvin, ganz ehrlich, ich habe hier echt mit Zusammencraften zu tun. Gut. So irgendwas. Jetzt über Alkohol und... Okay. Nein. Nein zu Alkohol. Alkohol ist Gift. Nein zu Alkohol. Okay. Ist meine Standardaussage. Ich trinke ja keinen Alkohol. Ja, du... Ja. Manchmal... Ich hab's einmal gemacht.
Ich war nach einer halben Pulle dicht. Ich habe jetzt über 10 Jahre kein Alkohol mehr getrunken und da bin ich froh drüber. Ey, ich muss irgendwie meine Mikrosensitivität höher stellen. Ja, so höher stellen, dass man wirklich nur dich hört dann. Ja, aber dann muss ich ja auch sagen ins Mikro schreien. Na, das Problem ist auch, du leckst dann zwischendrin. Ja. Hat man gerade mitbekommen. Deswegen mute ich mich immer, weil es sonst nervt. Warum machst du nicht Push to Talk an? Nee. Ist langweilig, ne? Ich fühle mich, als auf eine Taste drücken. Was denkst du, wie das bei mir mit Society war? Da ging mir das zwar auch auf den Sack. Ja gut, das musste ich halt auch. Das muss ich auch machen. Ja, so. Jetzt. Du hast auch Society gespielt? Ja. Er ist da dazu gekommen, wo ich geflogen bin. Und komplett geflogen bist, oder? Ja. Das heißt, wo die, wie soll ich sagen, die, ja, hier. Unsere Allianz kam. Die möchte gern Balui-Anhänger in die neue Stadt gezogen sind, weil die alte ja von Blaze und so weiter überfallen wurde. Wo natürlich wieder alle mitgegangen sind, die in-game sich erlauben durften, was sie wollten und dafür nicht bestraft wurden. So Sachen. Power 5 Bogen! Ja, genau. Angeblich durch Angeln gedroppt. Ich weiß zwar, dass man sowas wirklich durchs Angeln kriegen kann, aber was für ein Glück muss man haben, dass man das zu Anfang. Vor allem, der war komplett heile. Ja. Da fragt man sich so, ja, na, obwohl. Es gibt keine Envels. Stimmt. Dann muss er ja so ein Schwein gehabt haben, das auch Mending drauf war. Das kann nicht sein. War kein Mending drauf. Na, dann ist er. Ja, der Soa Kokos, Onichan und hier möchte gern, wie hieß die? Mia. Ja, das komische Ding dort, die haben ja sowieso in ihrer Base dort, was sie hatten da, gecheatet ohne Ende. Die haben ja Sachen ausgenutzt, was man doch gar nicht nutzen durfte. Ganzes Bug-Using betrieben. Zum Beispiel mit Schlamm Dirt herstellen, so eine automatische Dirt-Maschine und alles. Davon habe ich ein Video bei mir hochgeladen, auf dem Kanal, aber nicht gelistet. Ich hab's bei Louis und so irgendwann mal zugeschickt. Du kannst bei Louis zuschicken, was du willst. Mit der Aussage, ist sowas überhaupt erlaubt? Du kannst dem zuschicken, was du willst. Das lässt den eiskalt. Es sind doch seine Moderatoren, seine Freunde. Nee, die Aussage, die ich da nachhinein von Nisch bekommen habe, die Stadt ist ja nicht mehr belebt. Sie können jetzt leider Gottes nicht mehr wirklich gut nachvollziehen, wer das damals gebaut hat. Ansonsten würde die Person von Nisch persönlich bestraft werden, egal was Balui sagt. War nicht eine Aussage. Ganz ehrlich, da hätte ich als Moderator gesagt, da man das nicht mehr nachvollziehen kann, wird jeder bestraft. Ganz einfach. Ich wäre da richtig konsequent gewesen. Ich war ja sowieso ein Mod, der hart durchgegriffen hat. Das hat ja auch viele gestört. Aber gut, ist mir Latte. Ich habe mit dem Thema abgeschlossen. Das geht mir so was von am Popo vorbei, wie das, was aus dem Arsch rauskommt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, von den ganzen Leuten, die die Katze mit zu Balui geschleppt hat bei den Mods in Society, gibt es nur eine Person, die ich halbwegs gut finde. Oder die ich überhaupt gut finde. Halbwegs ist sogar noch untertrieben, weil die hat sich wirklich vernünftig gekümmert um alles. Nämlich Nisch. Ja, gut. Mit dem habe ich mich ja auch mal unterhalten. Da konnte ich auch nichts sagen. Das ist echt ein korrekter Dude. Aber. Der hat mit Paula das einmal 2 Stunden nebenbei im Discord gehangen, während sie Society gespielt hat, nur um über Regeln und alles zu quatschen, weil sie Fragen hatte. Der hat sich wirklich die Zeit genommen. Ja, das ist ja gut so. Melvin, komm mal vorbei. Hier ist ein Freund, der will mich abschießen. Dann soll er. Nee, geht nie, weil ich bin gleich, tot. Oh, Scheiße! Ja, dann mach mal. Dank dir. Warte, wie hoch habe ich meine Sensibilität? So, hier ist auf jeden Fall alles voll.
voll. Ich habe nur eine zweite Seite, stimmt ja. Ich glaube, ich stelle die auf 45. Oder? 46? War eine Frage. Funktioniert das hier? Nee, natürlich nicht. Man kann natürlich nicht schissen und Bits mit einem Builder Swamp bauen. Melvin, du wolltest doch mal hier rüberkommen. Ich warte immer noch. Ich werde nicht zu dir kommen. Nee. Warum? Ich will nicht zu dir kommen. Jetzt mal ernsthaft, warum? Ich töte dich nicht. Warum? Warum? Da hast du ernsthaft Angst? Wenn Ike dich tötet, töte ich dich. Ach, töte ich ihn. So. Also, CO2, das Angebot nehme ich gern an. Wenn Ike dich tötet, Melvin, töte ich Ike. Ja, warum? Was will ich überhaupt bei deiner Insel? Du sollst mal hier schön reingucken in die Kiste, was ich gerade zusammen crafte. Und dann. Du hast ja vorhin bei dir gesehen, wie schnell ich aus Versehen jemanden töten kann. Das stimmt. Guck mal, selbst deine Mutter findet das lustig, dass du nicht kommst. Erscheinst. Nee, es ist so kacke, wenn ich mich die ganze Zeit muten muss. Das ist so. Das war Kopper. Wo sind. Hat die einen. Alle sind noch hier unten. Egal, irgendwann sind wir um, dann wird's leiser. Hoffe ich. Das will ich hören, dass es dann leiser wird. Es wird leiser, der PC steht nicht mal im Wohnzimmer. Oh ja, Rebel Melvin. Ja, nee, das nervt. Klar nervt das, aber das kannst du nicht verhindern. Weil die ganze Zeit muten ist auch keine Lösung. Das nervt. Doch. Nee. Push to talk. Ja, guck mal da rein. Das ist mein Erzfarm. Und die Dinger haben halt zwei Seiten. Die darfst du auch nochmal alle durchblättern. Da hinten. Und hier hinten sind auch nochmal drei. Willst du mich forschen? Hier ist halt auch nochmal Zeug drin ohne Ende. Oh nö. Möchtest du was haben davon? Den Generator kriegst du nicht. 4, 5, 6. Generator to go. Ich werf dir was raus. Oh, das war zu viel. Ja, eindeutig zu viel. So, ich hab gerade mal 7 Iron Piece. Iron Ore Piece. Whatever. Mein Inventar ist voll. Egal, du machst leer. Hau das raus, was du nie brauchst. Lass mal hier rein. Fackeln. Hier dein Holz. Hier nochmal Holz. Hier Slab. Vor allem, ich habe so viel Eisen, wie ich dir zugeworfen habe, habe ich hier immer noch in den Kisten verteilt drin. Ja. Ich muss das erstmal schmelzen. Ja, da machst du dir einfach eine Tinkerschmelze. Die macht das dann automatisch mit der Redstone Glock. Wie macht man eine Tinkerschmelze? Über Gravel, Clay und Sand. Gib einfach mal @tinkers unten ein bei Jai. Und dann brauchst du die Sherrod Bricks dazu. Die musst du herstellen. Sherrod Bricks. Seared. Seared Therod ist Betonungssache. Das hier kommt alles wieder weg.